Hey ho, meine Freunde, hier ist euer M3D bei dem Herobrine-Mod. Und ich sollte mal gucken, ob ich hier irgendwas zum Essen finde. Oh, Melonen. Stimmt, wir haben ja Melonen aufgesammelt. Geil. Aber leider nicht wirklich was Gutes, aber egal, wir sind ja gleich daheim. Also da kannst du noch mal ein bisschen abgasen, dann hat sich die Sache. Und das würde ich doch mal so vorschlagen. Oh, hier sind Kühe draußen. Ich sollte mir direkt mal mit reinnehmen, vor allem dich auch, du Huni, du Huni. Stimmt, eine Hühnerfarm wollen wir auch noch bauen. Eine Hühnerfarm. Sehr schön, sehr schön. Und ja, es ist friedlich, das wissen wir ja alle, weil, na, ihr wisst schon, Herobrine ist gefährlich. Für die, die es noch nicht wissen, halt. Okay, ja, da wollte ich noch was sagen, was Wichtiges. Stimmt, ja, ich bekomme ja so viele Anfragen, so im Sinne von, was ihr am liebsten machen würdet. Nein. Moment. Moment. Das geht so. Ja, ich bekomme ja so viele Anfragen, was ihr da so gerne machen möchtet. Und das Ding ist halt, ja, wie willst du die alle umsetzen, dachte ich mir. Jetzt habe ich ein gutes System entworfen, was idiotensicher ist für alles und jeden. Und ja, ich werde es euch jetzt mal vorstellen. Ich habe hier in der rechten Hand, ne, ihr hört schon, es ist eine kleine Schale mit, was weiß ich, ich glaube 30 oder 40 Wünschen drin. Und ja, die werden natürlich dann mal ausgewürfelt, also so gelost sozusagen. Ja, so wie ich die Gewinnspiele entscheide, so mache ich das jetzt hier gerade. Pilzis! Kann ich ja theoretisch gesehen auch nochmal gerade mitnehmen, wenn man schon mal hier ist. Und E-Pilze im Inventar hat, weißt du, so. Ja, und dann würde ich doch einfach mal sagen, dann legen wir gleich mal los mit dem Rätsel. Aber vorher lese ich mal vor, was jetzt hier noch so alles gewünscht wurde, weil man, wo müssen wir lang? Hier müssen wir lang, Opilzis. So. Ich nehme mal lieber ein Schwert in die Hand, man weiß ja nie, was man hier in dieser Gegend alles finden kann. Hallo? Nee, gerade ist friedlich, sehr schön. Das macht doch Mut auf mehr. Noch rüberkommen. Ich habe hier einen Zettel. Da ist zum Beispiel, der Alf Curio hat sich gewünscht, ein Hotel in einem Berg zu bauen. Huch, jetzt bin ich an die Schale gekommen. Ich aber sie, egal. Das ist authentisch. Ja, das Ding ist ja, ein Hotel bauen ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ob wir es einen Berg machen, keine Ahnung. Das werden wir noch entscheiden, spontan. Und Top Secret 234 wünscht sich eine Sortiermaschine. Das ist eine richtig geile Idee, muss man echt mal sagen. Die werde ich auf jeden Fall auch noch umsetzen, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie man hier so eine Sortiermaschine bastelt. Aber so schwer wird das schon nicht werden. Kann ich mir schon geil vorstellen, wo man dann so oben in die Kiste so Sachen reintut und ihr werdet dann schön im Keller eingelagert. Oh ja, das hat doch schon mal Freude. Vor allem so können wir mal ein bisschen schneller sortieren. Und mein Vorschlag ist, das wisst ihr ja schon, Atlantis, ne, habe ich ja schon mal vorgeschlagen. Und Cindy Schneeflocke möchte den Turm bauen, beziehungsweise hat gefragt, wann wir den Turm anfangen, der ja schon mal in Planung stand. Das ist auch eine gute Frage, wird auf jeden Fall auch noch kommen. Und HDHDNDHNDNS, ja, heißt wirklich so, wünscht sich, mehrere Häuser zu bauen. Den Wunsch kann man ja zum Glück leicht erfüllen, indem man hier einfach irgendwas anderes baut. Ne? Das ist doch schon mal das Gute an der Sache. Also du kannst schon mal zwei Fliegen zum Beispiel mit einer Klappe schlagen. Und ja, meine persönliche Idee ist zum Beispiel noch ein Zoo bauen. Das wäre doch auch schon mal eine witzige Idee. Das sind jetzt zum Beispiel ein paar kleine Vorschläge, die ich jetzt hier habe. Manchmal schmacht es jetzt mal wieder zu, das will ja kein Mensch sehen. So, hallo? Ach so. Ach, die öffnet man ja mit Rechtsklick. Eieiei. Ich bin halt hier so voll verplant, weißt du so? Zack, zack, zack. Mal ein bisschen Holz und Steine reintun hier, den ganzen Mist da wegmachen. Zack, zack. Vor allem die ganzen Setzlinge sind ja genial. Da freue ich mich richtig drüber. Hier das noch ein bisschen wegpacken, Pilzis wegpacken, zack, zack. So, schön Platz schaffen. Okay, die Stöcke kann man mal behalten. Wo waren die? Boah, haben wir so viele. So, das reicht erstmal. Wassermelonen kann man zum Essen behalten. Hä? Ach, was ist das denn da drin? Ein Haken sieht man da. Hier aber nicht. Sind da Haken drin im Moment? Haken. Nö, komisch. Egal, wir machen jetzt mal hier unser Essen rein, stimmt ja so. Okay, und dann würde ich auch mal sagen, dann fangen wir, ich hoffe ihr hört's, Moment. Ja, jetzt fangen wir mal an zu losen. Da ist der erste Zettel, ich mach die Schale weg. Weg mit dir. So, auspacken, auspacken, auspacken und ja, das ist doch mal ein schöner Vorschlag. Wir sollen einen Zoo anfangen, zumindest mal anfangen, also ich weiß nicht, wie ich das jetzt noch umsetzen werde. Es ist alles hier noch in der Alpha-Phase. Nee, ich schlag mal so vor, also wenn ich so einen Zettel rausziehe, dann machen wir das ein, zwei Folgen, eventuell setze ich mich auch dran fest. Zum Beispiel, wenn es ein Bauakt ist, dann kann es auch mal drei, vier Folgen sein oder wenn Herobrine Action kommt oder was weiß ich, so andere Dinge halt, müssten wir eigentlich auch mal hier eintragen, ne? Müssten wir auch mal nach 1000 Jahren machen. Alter, ist meine Rüstung am Arsch, unglaublich.
Gefährlich. Moment, ich habe ja noch auf friedlich stehen. So, okay, jetzt ist eine gute Frage. Das Ding will ich ja auch noch wegpacken. Das soll ja eigentlich nicht da stehen bleiben. Das ist halt noch der nette Nachteil an der ganzen Geschichte. Und ich habe auch so viele Namensanfragen bekommen und sowas. Also Namensvorschläge für die ganzen Tiere hier. Die sollte ich mal wieder ein bisschen zurechtzüchten, dass wir mal wieder ein paar Namen verteilen können. So, haben wir hier irgendwo Weizen hier draußen? Natürlich nicht. Gut, das sollte ich auch so... Ah, ich wollte gerade sagen, es sieht irgendwie komisch aus, aber nein, nein, alles okay. Weizen. Weizen. Da haben wir einen Weizen, das ist ja irgendwie mies. Da haben wir Weizen, sehr geil. Ja, und dann tun wir erstmal die Tiere ein bisschen züchten. Das ist doch mal eine Idee, mit der man was anfangen kann. Oh, es wird doch schon dunkel, merke ich gerade. Los, Apfelmus und Mulan, paart euch, macht Liebe, romantisch. Na, wer ist da, der sich noch ein bisschen weigert? Mumi. Oh, süß, da haben wir schon auch, wie süß. Könnt ihr euch auch schon paaren, ne? Nein, okay, schade. So, jetzt ihr auch noch, Sean und Mehikel, hoch, ja. Vielleicht zücht mir neues Pokémon zurecht, man weiß es ja nicht. So, haben wir auch noch eins. Ah, Mist, jetzt hab ich, nee, doch, Flocky und Wollknäuel. Treiben's bunt. Okay, noch nett, aber das kommt noch irgendwann. Ja, dir werden wir auch noch einen Partner besorgen. Und trotzdem kriegst du was zum Essen, ne? Wollte, dann bist du süß. Okay. Entschuldigung, wenn ich süße Tiere sehe, dann verfange ich mich meistens drin. Wie viele kleine Tiere haben wir jetzt noch mehr dazu bekommen? Ja, das ist doch ein gutes Stück. Sehr schön. Okay, wo bauen wir den Zoo hin? Wie gesagt, das möchte ich ja am liebsten weghaben noch. Also woanders hin. Ich weiß halt nur noch nicht, wohin. So, den See hier kann man theoretisch gesehen auch mal zumachen eventuell. Muss man sich auch nochmal überlegen. Treppe zur Höhle schöner machen. Na gut. Nein, es wird dunkel. Ha, hu, ha. Im Leben nicht bleibe ich da draußen. Im Leben nicht. Kannst du vergessen. Ich will nach Hause. Wobei wir jetzt gerade auch hier so einen Creeper draußen haben. Ne? Aber ich habe keinen Obsidian dabei. Wartet mal. Wir können ja hier rein. Das ist der Vorteil an 50.000 Eingängen, wie ich sie immer so gerne baue. Yeah. So, ja, hier geht schon wieder hart was ab, das muss man echt mal sagen. Hier ist nichts, nein. Logischerweise muss man so ein Creeper-Gehege ordentlich bauen. Ich meine, so schön explodierfest. Alter, wo sind die ganzen Obsidian-Dinger hin? Bei der Arena. Hilfe! Mann! Ich brauche mir auch mal Lust auf, falls wir mal zum Enderdrachen wollen. Jawohl, eine Enderperle. Ach ja, das ist ja todessicher hier. Verdammt. Irgendwas fehlt doch immer in diesem Haus. Kannst du machen, was du willst. Zombie? Der kommt jetzt aber nicht hier rein, oder? Zombie? Nee, okay. Sehr schön, dann sind wir hier wenigstens auch sicher. Dann würde ich sagen, wir schlafen erstmal, weil die Creeper bleiben ja auch am Tag da. Also das ist schon mal gar kein Problem. Und dann gehen wir erstmal Obsidian organisieren. Dann machen wir wie so eine Art Podest. Also ich habe mir das noch nicht richtig überlegt. Wie gesagt, ich habe mir noch nie was richtig überlegt, aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Denn wie schafft man es, einen Creeper in einem Gehege zu halten? Ja, es wird sehr spannend und sehr interessant auf jeden Fall. Die sterben ja nicht bei Fackeln, oder? Nee, im Fackellicht können sie ruhig stehen, das ist gar kein Problem. Also Licht schadet ihnen jetzt nicht unbedingt, nur Sonnenlicht, soweit ich weiß. Das ist doch schon mal ein wichtiger Hinweis. Ja, eine Spinne wäre ja auch recht leicht. Oh, ein Werwolf könnten wir uns auch reintun, indem wir den Typ einfach da irgendwie reinschieben. Wäre schon mal... Oh, nee. Ist der sauer auf mich? Alter, das sind ja zwei, Mann. Aber die sind nicht sauer auf mich, oder? Jetzt pass mal auf, was ich jetzt hier für eine Aktion leiste. Achtung, Achtung, Achtung. Hat ja sogar geklappt, Alter. Krass. Okay, okay. Ich dachte gerade, das wäre ein Dingsbums, ein Creeper. Aber nein, alles sicher. So, stimmt, Melone, davon sollten wir eigentlich mal ein paar anpflanzen, anstatt die hier alle wegzuknabbern, wie ich hier gerade tue. Aber egal, ne, das ist ja... Gehört auch dazu, zum Leben. Wo könnten wir die wunderschöne Idee hinmachen vom Zoo? Der ist ja auch ziemlich blöd, oder? Der verträgt kein Wasser, aber springt einfach mal ins Wasser rein. Das ist schon Respekt, dafür hast du dir gute Punkte verdient. Ja, an der Arena weiterbauen ist übrigens auch ein Wunsch, was in dem Dingsbums in der Schale drin steht. Wer weiß, wann das gezogen wird. Huch, da, Obsidian. Können wir sonst noch irgendwas gebrauchen? Glowstone vielleicht, wir nehmen es mal mit. Cleanstone sowieso, kann nicht schaden. Ich nehme mal mehr davon mit. So, diesen guten Stein hier kann man auch alles mal gebrauchen. Ich nehme es einfach mal mit, man weiß ja nie wofür. Ach komm, fühle ich mich mal gerade so frei. Wassereimer, warum nicht?
Warum denn nicht, ne? Es wird doch schon nicht so grob schaden können. Dass die Blume hier immer noch lebt, ist auch ein Wunder. Die bleibt jetzt hier als Maskottchen. Das ist Blumi. Und das Gras wächst langsam, aber sicher in 1000 Jahren. Dann ist alles schön grün hier. Ja, und hier oben soll ja der Turm hinkommen. Für diejenigen, die zum Beispiel neu hinzugekommen sind und es noch nicht wissen. Irgendwann wird da mal ein Turm stehen. Ich glaube da fest dran. Wir könnten ja auch hier das ein bisschen platt machen. Und dann so eine Art Podest machen für dieses Portal hier. Ja, das wäre auch doof. Wobei hier ziemlich viel Platz ist für so eine... Ja, für so ein Zoo halt, ne? Das ist... Wo machen wir den hin? Weißt du, da hast du eine Idee, so, ach ja, ich baue einen Zoo. Aber du hast keine Ahnung, wohin du den bauen sollst. Boah, und das Wasser hier zuzumachen wird auch ein Kampf. Oder ein Krampf, je nachdem. Ja, das wird schon... Irgendwo hart. Wobei, wenn man aber auch hier was hinbaut, dann hat man mehr Motivation, hier zum Beispiel das ein bisschen alles ordentlich zu machen. Muss man ja auch mal sagen, ne? Dann lohnt sich das langsam immer mehr. Okay, dann machen wir das einfach so. Was haben wir jetzt eigentlich hier für eine... Ja, das ist noch eine gesunde Spitzhacke, die noch fair ist. Wie gesagt, man muss jetzt nicht immer diese Hardcore-Dinger da haben. Oh, und bevor ich es vergesse, ich hätte gerne hier das so. Weil wenn ich hier was kaputt mache und da kommt direkt Lava raus, ne, weißt du Bescheid. Dann kann ich das wenigstens direkt schließen. Das sind ja diese wunderschönen, Herobrine-Fallen-Dinger hier. Wer darauf reinfällt, ist zwar auch fraglich, aber egal. Wenn man es nicht wusste, ne, ist das schon riskant auf jeden Fall. Und, oh, wir haben ja hier auch Kürbisse. Ganz geil. So, dann machen wir dich mal weg. Ich hoffe, jeder ist zufrieden mit diesem Ort hier. Als schönes Zoogehege sozusagen. Keine Sorge, hier werden keine Tiere gequält. Hier werden nur Zombies und sowas gequält. Die Monster. Weil ich habe mir eigentlich gedacht, wir machen so ein Zoo nur aus diesen Monstern halt. Nicht jetzt so... Oh, Hilfe. Oh, knapp. Ja, nicht jetzt so irgendwelche anderen Tiere oder sowas. Wenn wir so ein Zoo nochmal machen wollen, können wir auch noch machen. Klar, kein Problem. Aber das wird dann getrennt behandelt. Weißt ja, den einen muss es gut gehen, den anderen nicht und so. Ist doch logisch. Kann man nicht auch so abbauen. Ja, dauert zwar, aber es geht. So, ist übrigens Moosstein, oder? Bemooster Stein, ja. Und schon habe ich ein volles Inventar. Wow, geht schnell. Geht sogar sehr, sehr schnell. Pfeil mache ich noch weg. Mist. Knöpfe mache ich weg. Ja, sehr schön. Ach, das sind ja Lampen. Stimmt ja. Ja, noch geiler irgendwie. Na, da spart man sich auch gute Rohstoffe. Moment. Das sollte ich so wegmachen. Ach, die Tür braucht jetzt immer wieder ein einzelnes Ding im Platz, ne? Komm, verrottetes Fleisch kann ja mal weg. Perfekt. Okay. Hier haben wir ein bisschen Erde. Ja, ich würde sagen, wir tun es auf jeden Fall aufschaufeln oder runter. Hier ist es ja jetzt... Ja, wir schaufeln es auf, würde ich sagen. Das macht es irgendwie am einfachsten, als wenn wir jetzt hier alles versuchen dann zu gradigen. Wenn wir das nämlich da vorne noch was bauen wollen, dann müssen wir das da genauso machen und sowas. Das ist ja... Ein bisschen too much. So. Alter, was kommt denn hier für eine Zombie-Armee, Mann? Ja, ich brenne. Hat er aber spät gemerkt. Oh, der andere ist schon weg, schade. Den wollte ich gerade wegklatschen. Wurde mir aber nicht gegönnt. So, huch. Das war natürlich mal wieder hochprofessionell und gut, ne, ich weiß. Zack. Und ja, man merkt es schon, hier wachsen Kakteen und das liegt daran, weil die eigentlich mal Wüste war. Aber egal. Davon lassen wir uns nicht beirren. Finde ich irgendwie komisch, dass da immer noch Kakteen wachsen, obwohl man eigentlich hier gar keine Wüstenoberfläche mehr hat. So, Erde haben wir leider nicht mehr dabei. Das ist jetzt schon wieder doof gelaufen. Ja, hier läuft mal wieder alles nach Plan. So, das laden wir mal kaputt. Perfekt. Und dann gehen wir nochmal zurück ins Haus. Oder können wir hier eine Truhe abstellen? Ja, wir haben leider kein Holz dabei. Sonst wäre es eigentlich möglich. Oh, ein graues Schaf. Hallo, Graui. Müssen wir eigentlich auch mal ins Gehege bekommen. Aber nun gut. Das kommt in einer anderen Folge irgendwann mal vor wahrscheinlich. So. Ja, man sieht schon, man braucht unbedingt jetzt mal hier eine Strecke oder sowas. Also so eine Treppe und so. Nein, du bist ein spezielles Tier, Alter. Dich hätte ich gerne im Zoo. Fuck. Ich hab Angst vor dem Skelett. Nein, geh da nicht raus. Nein, ich hasse dich. Ich wollte dich doch noch behalten. Nein, du bist doch so selten. Nein. Alter. Ja, zu spät, es ist tot, ne? Ja, jetzt haben wir es gerade sterben sehen.
Das war mein Megaplan und irgendwie ist es hier zu dunkel drin. Hier spawnen also noch Viecher. Das ist ungeil. Das ist richtig, richtig ungeil. Da muss ich mir irgendwas überlegen, aber ich weiß noch nicht genau was. Hier habe ich zumindest schon mal Erde drin, das ist gut. Dann mache ich hier mal jetzt. Scheiße, auch gar kein Platz. Alter, was bin ich hier für ein Messi? Ist ja abnormal. So und so. Na, das geht doch schon mal. Dann nehme ich mir ein bisschen Holz mit, damit ich hier Kisten machen kann. Und dann kann ich da hinten auch schon direkt weiterarbeiten. Ein Traum, Freunde. Ja, dann nehme ich auch mal mit. So. Dann mache ich stattdessen mal die Türen hier rein. So. Redstone brauche ich nicht unbedingt. Ich meine, das wird jetzt nicht viel werden. Also ich mache jetzt erstmal, sage ich mal, ein Gehege, was explosionssicher ist im besten Falle. Und dort versuche ich dann direkt einen Creeper reinzuholen, was nicht so leicht sein wird. Aber wir werden mal sehen, was bei rumkommt. Wird schon irgendwie werden. Alter, meine Hungerleiste. Hilfe! Das ist gar nicht schön. So. Kann man ein bisschen auffüllen. Das reicht schon. Jetzt sind wir hier. Natürlich Erde! Und weiter geht's. Müssen wir uns jetzt mal gut überlegen. Also nachdem ich erstmal natürlich die Erde hingeklatscht habe. So. Huch. Weg damit. Huha, hu. Mist, ich brauche ich eigentlich auch noch. Alter, Verwalter. Ich brauche jetzt ein Gehege, ist mir egal. Ich krieg das jetzt irgendwie hin. Selbst mit so einem Zombie am Arsch krieg ich das hin. Auwatsch. Der ist drin, ne? Hallo? Ja gut, irgendwie ist er auch weg. Ach, da ist er. Komm her. Komm her. Komm. Komm zu Papa. Komm. Komm zu Papa. Auf. Ja, komm. Komm hoch. Ja. Ja. Nein. Nein. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ja, die dramatische Musik, die macht natürlich viel her. Nein, geh runter, du Arsch. Jawohl. Ja, ich hab dich gefangen, du Luder. Hast gesehen, wie das geht. So, da bleibst du jetzt. Eins haben wir doch schon mal gefangen. Ist doch sehr geil. Juhu! Erfolg! Ich hoffe, der überlebt da drin auch, ne? Ich habe ja keine Ahnung, ob die irgendwie verschwinden oder sonst irgendwas passieren kann. Damit kenne ich mich leider nicht aus. Es war nur eine wieder meiner verrückten Ideen und ich hoffe einfach mal, dass sie sich umsetzen lässt. Bei denen brauchen wir ja kein starkes Gehege. Da reicht ja sogar ein Zaun oder irgendwas. Außer bei dem Skelett. Der sollte schon irgendwie in Glas eingefügt werden. Nur bei den Creeper habe ich echt ein Problem. Also ich überlege zwar, mit Obsidian zu arbeiten, klar. Aber wie will man das machen, dass man den halt noch sieht, ne? Das ist ja kritisch. Ich habe auch keine Ahnung, wann die Sau explodiert oder so. Also wie viele Abstände das braucht. Oder ob er nicht explodiert, wenn da eine Mauer dazwischen ist oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich habe ja das Gefühl, er explodiert trotzdem, die Sau. Ja, wir müssen ihn uns einfach von der Ferne angucken, weißt du? So, es wird schon wieder dunkel, oder bilde ich mir das ein? Alter, Hilfe! Hier wird zu schnell dunkel. Weißt du, so 2 Minuten Tag und 20 Minuten dunkel, so fühlt sich das auf jeden Fall mal an. So, aber die Erde machen wir auf jeden Fall noch. Und dann werde ich hier mal versuchen, eine Truhe hinzusetzen. Und dann fangen wir mit einem wunderschönen, großen, wunderschönen und edlen und wunderschönen großen und edlen und ja, groß ist er auch noch übrigens, Podest an für den, naja, ich wollte gerade wunderschönen Creeper sagen, aber da hätte ich mich wohl selbst belogen. Das wäre ja auch nicht gut. So, sehr schön. Hier noch ein bisschen und dann haben wir es doch auch schon. Leider können wir keine Geister oder sowas fangen, weil die würden da durchfliegen. So ein Golem wird auch ekelhaft schwer. Schaffe ich glaube ich auch nicht, aber bin ich mir noch nicht sicher drinne. Okay, meine Freunde, da würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.